Das ist unser neues Patent, das wir von LifeNet herausgeben. Das ist nämlich ein therapeutischer Spiegel. Das ist jetzt nicht mehr Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land oder die Schönste im ganzen Land. Viele Leute verbringen so ihre Zeit vor dem Spiegel. Hier heisst es etwas anderes, nämlich Neuschöpfung, 1. Korinther 5, 17. Der Spiegel dient dazu, dass ein Mensch Neuschöpfung von Gott jeden Tag anschauen kann. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das heisst, ja, siehe, ein Neues ist geworden. Das heisst, wir sollen das anschauen, was Gott neu gemacht hat. Das ist nämlich du und ich, sofern Jesus Christus in uns den neuen Anfang wirklich zustande gebracht. Wir bringen jetzt nicht nur eben den neu patentierten Spiegel, den therapeutischen Spiegel, sondern gleichzeitig die andere Zeitrechnung. Wir sagen nämlich, logischerweise, richtigerweise, der Karfreitag ist der letzte Tag der alten Welt, der alten Existenz. Dort stirbt alles mit Jesus, der es selber nicht in den Himmel schafft und vielleicht doch aber möchte. Und dann haben wir einen Ruhetag, wo gar nichts passiert, wo die Zeit praktisch stillsteht. Das ist nämlich der Tag zwischen Karfreitag und Ostern. Und nachher haben wir den Neustart. Neues Leben kommt aus dem Grab. Neues Leben auch für mich und für die, wo wir selber reinstehen können, ein Teil davon werden. Und das wäre die Stunde Null. Dort fängt das Neue wirklich an. Wir haben uns schon im ersten Teil Gedanken gemacht. Was ist denn da neu? Ich sehe ja immer noch ein bisschen gleich aus. Ich kann natürlich auch genau so fragen, ja, was ist denn alt? Was ist denn nicht mehr in meinem Leben? Das ist eine wichtige Frage, und der wollen wir uns in den nächsten Momenten stellen. Ich sehe natürlich auch meine Geschichte, ist immer noch in mein Gesicht geschrieben. Die einen haben vielleicht einen Schrammen von einem Unfall, den sie mal gemacht haben. Die anderen haben schon immer ein bisschen zu kämpfen gehabt, vielleicht mit einer zu grossen Nase, die so geblieben ist. Was ist denn da also vergangen von diesem alten Mensch? Bevor wir da ein bisschen tiefer in das Alte hineingehen, das vergangen ist, müssen wir noch einen kleinen Abstecher in die Vorgeschichte machen von dieser Stunde Null. Da heisst es nämlich, ein Wendepunkt sei immer schon vorausgesagt im alten Israel. Sie wussten, es kommt einmal eine Stunde Null. Aber es ist das eine, wenn man sagt, die Leute haben das eigentlich erwartet oder gewisse Kreise haben das erwartet, Menschen, die offen waren für das Reden von Gott. Das ist das eine, wenn man das sagt. Und das andere ist, wenn man sieht, dass wirklich zur Zeit von Jesus das alte System sich komplett totgelaufen hat. Schauen wir heute in das Umfeld, von der Zeit, in der Jesus hineingeboren wurde, da muss man sagen, ja, es ist genau so eine Zeit wie ein Auslaufmodell. Eine Zeit mit Materialermüdung. Es ist so etwas wie eine Verschleißerscheinung überall spürbar gewesen. Und eine Verlängerung wäre eine nutzlose Qual gewesen. So hätte es wirklich nicht mehr weitergehen können. Das Königtum in Israel hat nicht mehr existiert, obschon alle an den Sohn von David geglaubt haben. Stattdessen war es so eine Elite, die sich vorgeelbögelt hat. Das Allerheiligste im Tempel war leer. Es hatte keine Bundeslade mehr dort. Hinter dem Vorhang war einfach nichts. Und anstatt dass man die Tora studiert hat, haben sich die Leute nur noch in Talmud vertieft, in das rabbinische Judentum, das vom 100. ins 1000. hat Gesetz ausgeknobelt. Alle haben gelitten unter diesem Zustand. Zusammenfassend kann man sicher sagen, Routine statt Kraft. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Juden zur Zeit von Jesus innerlich ausgewandert sind, in andere religiöse Formen, griechisch und so. Das ist auch der Grund, warum das andere Leute nach ihren Tempel bauen haben, so wie der Herodes, der kein Römer war. Das ist auch der Grund, warum es mehr Fachidioten gegeben hat als wirklich echte, weise Menschen. Und die Frage ist einfach, hat die Weihnacht als Stunde Null an dem etwas geändert? Tut euch das selber mal überlegen. Wir müssen sagen, rein gar nichts. Höchstens sie. Die Diskrepanzen, ist der Unterschied, ist das Wesen von dieser ausgelaufenen Zeit noch viel deutlicher zum Ausdruck gekommen. Es gibt jetzt vielleicht schon diese oder eine, die sich sagen, ja, das ist genau mein Lebensgefühl, wirklich Routine statt Kraft. Und Fachidiotie statt Weisheit, das beschreibt ja genau mein inneres Auswandern. Ich bin da eigentlich gar nicht so etwas Neues, etwas Neuwortiges. Ich gehöre auch zu diesem Auslaufmodell. Und ich muss sagen, für solche Menschen gibt es wirklich Hoffnung, dass sie mal in den Spiegel schauen und sagen, ich bin eine Neuschöpfung in Jesus Christus. Wie das kann sein, wie das zustande kommen kann, da werden wir im dritten Teil nachher ein sehr lebendiges Zeugnis von jemandem mitbekommen.